Der ESC-Skandal, Eurovision Song Contest, wo die Niederlande ausgeschlossen wurden wegen unangemessenen Verhaltens ihres Kandidaten. Wir werden jetzt hier die Wahrheit erfahren, was dort wirklich geschah bei Salami. Dazu haben wir auch schon ein Video von ihm dazu gesehen, vor ein paar Tagen. Mal schauen, was jetzt im Nachhinein noch so rauskam. Ich hoffe, wir werden die Wahrheit erfahren. Einfach die Wahrheit. Sorry. Na, hast du auch den ESC verfolgt und Ja, leider. dir ist aufgefallen, dass da zufällig so eine klitzekleine Lücke ist zwischen Luxemburg und Israel? Israel! Also zumindest, wenn du dich im Zahlenraum von 1 bis 10 Und halbwegs andere sicher was bewegen anderes kannst, behaupten, dann ne? sollte dir Haben wir aufgefallen einfach sein, recht. dass die 5 fehlt. Und zwar der Listenplatz, wo eigentlich Joost Klein, der Kandidat für die Niederlande, gestanden hätte, der allerdings am Der gehört allein für sein Verhalten gegenüber der israelischen Kandidatin ausgeschieden. Also allein das Verhalten, was er da an den Tag gelegt hat, zeigt eine Ablehnung der anderen Teilnehmer, die nicht annähernd irgendwas mit fairem Wettkampf zu tun hat oder fairem Wettbewerb. selben Nachmittag vom Finaltag disqualifiziert wurde. Ich habe dazu schon ein Video gemacht, da sind aber einige Fehlinformationen drin, nicht, dass ich gelogen hätte oder so, sondern einfach, weil das zu dem Zeitpunkt der Stand der Dinge war. Dieser Stand der Dinge hat sich jetzt aber geändert, es gibt neue Informationen und deswegen erzähle ich euch jetzt, was die Wahrheit ist, was wirklich passiert ist und was das für ein extrem großer Skandal sein könnte. Also lasst jetzt schon mal ein Abo da. Ich glaube, es lohnt sich, vielleicht lüge ich aber auch wieder. Die bisherigen Vorwürfe waren ja, dass er eine Produktionsmitarbeiterin angeblich tätlich angegriffen hätte, was ja ein Aus meiner Sicht braucht er das nicht mal getan haben. Also es macht es natürlich noch mal schlimmer, klar. Aber ich finde, das müsste nicht mal gegeben sein, damit er trotzdem aus meiner Sicht ausgeschlossen werden könnte. Ausschluss auf jeden Fall gerechtfertigt hätte. Inzwischen kam allerdings raus, dass diese Produktionsmitarbeiterin angeblich Joost Klein fotografiert bzw. gefilmt hätte auf dem Weg in den Green Room. Falls ihr nicht wisst, was ein Green Room ist, ich muss auch erst googeln, ich bin nicht so oft auf Aftershow-Partys, das ist quasi der Aufenthaltsraum hinter der Bühne, wo halt der Künstler und das Team und so chillen kann, essen, trinken und sich auf die Show vorbereiten kann. Und anscheinend gab es halt ESC intern so eine Absprache, dass halt genau bei diesem Green Room nicht gefilmt und nicht fotografiert werden darf. Ja gut, das rechtfertigt jetzt aber auch noch nicht direkt, die zu schlagen. Also, wenn der die jetzt geschlagen hat, weil die in diesem Green Room gefilmt hat, dann ist das eine, sagen wir so, relativ schlechte Verteidigung. Damit halt die ESC-Leute ihre Privatsphäre haben und so, ne? Ist auch irgendwie klar und auch verständlich und respektierbar, denke ich. Und diese schwedische Mitarbeiterin hat sich anscheinend auch mit anderen dieser Anweisung widersetzt und die Kamera halt komplett auf Joost Klein draufgehalten, beziehungsweise sich Joost sogar damit noch weiter angenähert. Und Ja, aber das heißt immer noch nicht, dass man sie schlagen darf. Joost habe sie und die anderen anscheinend mehrfach darauf hingewiesen, dass er halt nicht gefilmt werden möchte. Und nachdem die das halt nicht akzeptiert haben, vor allem halt diese schwedische explizite Mitarbeiterin, die halt anscheinend noch näher auf ihn zugekommen ist, hätte er eine bedrohliche Bewegung in ihre Richtung gemacht. Was auch immer das heißt, das ist noch das große Mysterium, was noch ungeklärt ist. Keiner weiß genau, was der Mann da gemacht hat. Also es heißt nur eine bedrohliche Bewegung in ihre Richtung. Was es genau heißt, was er genau gemacht hat, keine Ahnung. Aber ich denke mal, wir können uns alle vorstellen, was es das heißt. Vielleicht irgendwie so Richtung Kamera oder so aggressiv auf die zugelaufen, sowas in die Richtung. Vielleicht auch ein bestimmtes. Ja gut, also wenn er sie nicht geschlagen hat, wäre es natürlich was anderes. Wenn das jetzt nur irgendwas Angedeutetes wäre oder so. Fände ich dann zwar auch nicht cool, aber also ich fände es immer noch eigentlich nicht okay. Eigentlich sollte man dann die Security oder sowas darauf aufmerksam machen, selbst so Gewalt anzudrohen, würde ich schon sagen, gehört sich nicht. Aber es wäre natürlich was anderes. Wenn er sie geschlagen hat, ist das keine Rechtfertigung. Ja, aber ich finde auch eine Gewaltandrohung. Gerade jetzt gegenüber nochmal eine Frau, die auch körperlich unterlegen ist, dann finde ich auch nicht cool. Zeichen, was man mit dem mittleren Finger der Hand machen könnte? Irgendwas in die Richtung wahrscheinlich. Und jetzt kommt der Skandal. Anstatt das intern zu klären, das direkt mit Joost zu klären, hat diese Frau ihn einfach bei der Polizei in Schweden angezeigt. Und genau das hat dafür gesorgt, dass er erstmal für die Proben für das Finale ausgeschlossen wurde und dann tatsächlich auch noch für das große Finale disqualifiziert wurde. Er hätte ausgeschlossen werden sollen wegen dem israelfeindlichen Verhalten.
Und jeder, der mir nochmal sagt, dass das Kritik an der israelischen Regierung ist, soll wirklich mal drüber nachdenken, ob das, was er da schwafelt, in irgendeiner Welt Sinn ergeben könnte. Also wenn Israel eine Sängerin zu einem Song Contest schickt, inwiefern kritisierst du die Regierung, wenn du diese anschreist oder nicht ausreden lässt oder ausbuhst oder sonst irgendwie dich asozial ihr gegenüber verhältst? Wenn du eine Sängerin nicht respektvoll behandelst, weil sie aus einem bestimmten Land kommt, nennt sich das Rassismus oder exklusiver Nationalismus vielleicht noch. Bei einem Ethnostaat wie Israel wäre es dann auch noch spezifischer Antisemitismus, wenn man das so ausweiten möchte. Und natürlich ist ganz klar, wenn ihr irgendwie angegriffen werdet, wenn euch Unrecht getan wird, wenn ihr irgendwas Schlimmes erlebt, dann geht natürlich zu... Wobei Israel kein ausschließlicher Ethnostaat ist, weil es gibt auch eine muslimische Minderheit, die gleichberechtigt in Israel lebt. Polizei. Ich will nicht sagen, dass ihr nicht zur Polizei gehen sollt, aber in so einem Fall weiß ich jetzt nicht. Der niederländische öffentliche Rundfunk NPO hat inzwischen eine öffentliche Beschwerde eingelegt bei der Europäischen Rundfunkunion, also der EBU. Ich bin gespannt, was daraus wird. Und auch der niederländische Sender Afrotrop findet die Entscheidung sehr hart und unverhältnismäßig, schreiben sie. Sie stünden zwar für gute Werte ein, aber der Ausschluss steht in keinem Verhältnis zum Vorfall, sagen sie. Ich meine, sind wir einfach mal ehrlich und denken drüber nach. Anscheinend... Achtung, Israel ist kein Ethnostaat. Nee, aber wird von den meisten als Ethnostaat bezeichnet. Ja, ich hab mich auch selber nochmal korrigiert. Es stimmt nicht ganz, aber der von den meisten so wahrgenommen. Also die meisten, die was gegen Leute haben, die aus Israel kommen, haben was gegen Juden. Das ist halt nun mal eine Verbindung, die in den Kopf von solchen Rassisten oder auch Antisemiten dann existiert. Verhält sich die Frau falsch, daraufhin verhält sich Joost falsch. Und was ist das Ergebnis? Sie behält anscheinend ihren Job und alles ist cool. Ich sehe den Ausschluss von Russland übrigens auch in Teilen kritisch. Ich würde mir wünschen, dass da auf jeden Fall auch eine Debatte drüber geführt worden wäre. Aber Israel und Russland gleichzusetzen, sehe ich absolut nicht ein. Man könnte vielleicht Russland und die Hamas gleichsetzen. Das wäre vielleicht eine Option. Zu sagen, die Hamas darf keinen Teilnehmer hinschicken. Aber wenn man Israel ausschließt, dann hätte man auch die Ukraine ausschließen müssen. Also das ist ein bisschen eine extreme Täteropferumkehr, wenn man das jetzt so verteidigen möchte. Sie zeigt ihn ja an und Joost verliert seine halbe Karriere. Natürlich verliert er nicht seine Karriere, aber er verliert so das größte und krasseste Event in seiner Karriere und so quasi den aktuellen Höhepunkt auf jeden Fall. Und das ist wirklich krass. Vor allem ist es halt wahrscheinlich nichts bewiesen und zum Zeitpunkt des Ausschlusses hat die Polizei halt gerade erst mit den Ermittlungen begonnen. Inzwischen wurden die Ermittlungen, by the way, schon beendet und Polizei sagt, dass es sehr wahrscheinlich zu einer Gerichtsverhandlung kommt, also dass Joost Klein in Schweden angeklagt wird. Ich finde es ja wirklich persönlich gut, dass die EBU... Israel kann man sehr gut mit der Ukraine vergleichen. Naja, die Lage ist tatsächlich eine ähnliche. Natürlich ist der Unterschied hier ein bisschen, den jetzt viele machen werden, dass beim einen wird der Krieg vornehmlich in der Ukraine oder fast ausschließlich in der Ukraine geführt und bei Israel wird der Krieg vornehmlich oder fast ausschließlich, was aber nicht der Fall ist, aber in der Wahrnehmung der Leute fast ausschließlich im Gazastreifen geführt, was aber nicht stimmt, weil die Hamas immer wieder auch Raketen auf israelisches Staatsgebiet schickt, was die Ukraine halt nicht besonders, also was die Ukraine, ich glaube, ganz selten schon mit Militärlieferungen gemacht hat, russisches Staatsgebiet, aber nicht in einer vergleichbaren Häufigkeit. Eine Zero-Tolerance-Policy führt, also wirklich keine Frage, genauso sollte es auch sein. Opferschutz ist wirklich richtig und wichtig, gar keine Frage. Aber sie hat ihn ja anscheinend provoziert und sich falsch verhalten und darauf... Ja, aber ich würde sagen, mit Gewalt, also vielleicht bin ich einfach biased gegen ihn, weil ich einfach eh schon was gegen ihn habe, weil ich alleine finde, dass das Verhalten gegenüber der israelischen Teilnehmerin inakzeptabel war. Aber ich finde nicht, dass es in Ordnung ist, zu sagen, dass man auf inakzeptables Verhalten mit Gewalt oder Gewaltandrohung antworten darf. Also das ist eigentlich keine,
kein Maßstab, nach dem wir uns richten sollten. Daraufhin hat er sich falsch verhalten und sie provoziert. Also ich tue mich da wirklich schwer und es klingt, muss ich sagen, zumindest stand jetzt ziemlich unfair. Ich finde es auch wirklich krass, dass sowas halt einfach über die Polizei gemacht wird und so öffentlich ausgetragen wird. Ich meine, dadurch könnte Josef... Naja... Man hätte es natürlich auch intern klären können, aber eigentlich ist es der offizielle Weg, wenn eben da eine Straftat... wenn es da eine Straftat gab. Oder vermeintlich eine Straftat gab. Du musst ja auch voll den Image-Schaden bekommen. Spoiler, da gehen wir gleich noch drauf ein, bekommt er nicht. Ganz im Gegenteil, aber trotzdem. Das Risiko ist ja schon irgendwie da, ne? Den Image-Schaden sollte er für das israelfeindliche Verhalten bekommen und dann zurecht. Ich meine, wenn jemand wegen so einem Vorfall so krass in der Kritik und in der Öffentlichkeit steht, das sind schon harte Anschuldigungen, ne? Also keine Ahnung, ich hätte da als EBU als allererstes irgendwie mal eine Entschuldigung von Jos Klein eingefordert, dass er sich bei ihr entschuldigt, dann gibt er ihr noch vielleicht 2 Karten für das nächste Konzert mit einer Hotelübernachtung und dann wäre doch gut gewesen, oder nicht? Also ich finde das echt krass, dass das... Welche Straftat ist sowas? Angedrohte Körperverletzung könnte es sein. Ich weiß natürlich nicht, in welchen Staaten das alles existiert. Eine Gewaltandrohung kann eine Straftat sein. Direkt solche Ausmaße annimmt. An sich ist es ja gut, falls es aber wirklich so passiert ist, wie es da geschildert ist, dann ist es schon ein bisschen übertrieben. Aber nicht nur Jos Klein wurde ja disqualifiziert, sondern die gesamte Niederlande, womit sie auch das Recht verloren haben, ihre Punktevergabe vorzulesen, also... Nötigung. Jaja, es gibt verschiedene... Wir wissen halt auch nicht, es ist ja nicht in Deutschland gewesen, wir wissen halt auch nicht, wie das Recht dort genau ist. Am Ende ist ja immer diese Endwertung. Und aber angedrohte Körperverletzung kann strafbar sein, auf jeden Fall. Man liest halt jedes Land irgendwie vor, 12 Points, go to XY. Und das durften sie auch nicht mehr machen. Da wurde so hart geboot. Da wurde noch härter geboot, als, weil er es ja vorgelesen hat. Und er ja, also nicht der niederländische Vorlesetyp, sondern er hat es vorgelesen. Noch härter geboot wurde nur bei Israel. Weil, ihr müsst wissen, wenn man da irgendwie so einen Fernsehmoderator, der die Punkte für den ESC vorliest, ausbuht, dann ist das natürlich israelische Regierungskritik. The Dutch jury goes to Switzerland. Und ich kann die Leute da absolut verstehen, dass sie den Typ da ausbuhen. Europapa ist auch wirklich der beste Song des gesamten ESCs, wahrscheinlich auch von den letzten paar Jahren. Und Jos ist halt auch einfach als Person ein absoluter Sympathieträger. Nein, ist er nicht. Er ist das Gegenteil von einem Sympathieträger. Also Entschuldigung, das Verhalten, was er da gezeigt hat, das können wir ins letzte Salami-Video schauen. Also wenn man den als absoluten Sympathieträger sieht, weiß ich halt auch nicht, was da los ist. Die Ereignisse... Wartet mal. Wir können es uns kurz anschauen. Ich kann nur sagen, was aus meiner Sicht ist. Absoluter Sympathieträger gehört nicht dazu. Wartet mal, hier sehen wir kurz die Clips. So übers Gesicht gezogen hat. Have you ever thought that by being here, you bring risk and danger for other participants and public? Oh, wait. Sorry. You don't have to answer that question if you don't want to. Why not? Also sie bekommt eine Frage gestellt, die sie nicht beantworten möchte, was ja auch aus ihrer Sicht, ich meine allein super mutig dahin zu gehen, in ihrer Situation, die hat ja durchaus was zu befürchten. Und er, Jost, schreit jetzt hier rein, warum nicht? Er beantwortet die Frage halt selber. Jeder darf auf Fragen antworten, die er möchte. Und wenn du einen Kandidaten so respektlos behandelst, aufgrund seiner Herkunft, aus dem Land, den er kommt, dann kann man das halt nur als Rassismus oder, ja, exklusiven Nationalismus, wenn du jetzt nicht auf dieses Ethnien-Rassending hinaus willst damit, oder halt Antisemitismus zurückführen. If you want to. You don't have to answer that question. Guck if mal. Don't want to. Guckt euch das an. Guckt, er zieht sich eine Flagge übers Gesicht. Seht ihr diese israelische Regierungskritik? Seht ihr diese krasse israelische Regierungskritik an der Stelle? Also ich weiß echt nicht, wie man diesen Antisemiten erklärt hat, dass sie das verteidigen sollen.
Wie kann man das mit Regierungskritik in Verbindung bringen? Das ist ja schon eine geistige Leistung an die ganzen Israel-Regierungskritik-Experten. War der Holocaust aus eurer Sicht auch so eine angemessene Antwort auf das Vergiften des Brunnens der Juden? Oder wie seht ihr das? Müssen wir uns eigentlich nicht einreden. Ich meine, schaut euch einfach mal die Aufrufzahlen von Joost auf dem ESC-Kanal an, Junge, das ist crazy. Und jetzt vergleicht mal seine Zahlen mit dem Gewinner des ESCs aus der Schweiz. Also ich will ja nicht sagen, aber ich glaube, ich wüsste, wer eigentlich gewonnen hätte, falls keine Disqualifizierung stattgefunden hätte. Es ist schon wirklich ein bisschen ironisch, dass wirklich der beliebteste Künstler mit dem erfolgreichsten Song mit einem extrem europäischen Inhalt einfach disqualifiziert wird. Kein Musiker sonst rappt oder singt über Europa und er ist der Einzige seit Jahren, der einen Europa-Song macht und wird dann am selben Tag noch disqualifiziert. Das ist dann solltest du halt dich nicht so asozial verhalten. Es tut mir leid, der kann den besten Song aller Zeiten machen. Wir können gerne sagen, dass es unpolitisch sein soll. Das heißt aber nicht, dass wir sowas akzeptieren müssen. Wenn es unpolitisch sein soll, dann sollte das umso mehr sanktioniert werden. Wirklich krank. Ich finde es allerdings auch schon ein bisschen scheiße, dass die EBU sich einfach erdreistet, weiter mit Joost Kleins Videos Geld zu verdienen. Ich meine, die Videos sind ja immer noch online. Sie haben ja gesagt, dass Joost Klein keine Bühne quasi geben wollen, weil er ja quasi... Ja, ist auch eine Sauerei. Es sollten eigentlich offline genommen sein. ...im offenen Verfahren ist. Warum sind dann die YouTube-Videos noch online, wenn ich mal fragen darf? Also ich meine, wenn die EBU das sagt, dann vielleicht auch mal ein bisschen konsequent und nicht so halbherzig. Ich meine, immerhin hat sich... Ja, bitte konsequent. Ein bisschen für Joost finanziell gelohnt, immerhin. Er hat in wenigen Tagen knapp 20 Millionen Spotify-Streams gemacht, was schon einige sind. Ein paar sind auch von mir, muss ich zugeben. Und Salami, du hattest selber diesen Ausschnitt in deinem Video drin. Du schneidest das selber in dein Video rein und im nächsten Video möchtest du mir erzählen, dass du ganz toll oft seinen Song gestreamt hast. Eine bessere kostenlose Werbekampagne als die, die er da gerade hat, also als leidender, dramatischer Held quasi rauszufliegen, von oben herab quasi kaputt gemacht zu werden. Also eine bessere Kampagne wird es nicht geben. Jeder liebt Joost aktuell und ich denke... Also nach dem Verhalten liebt eine ganz gewisse Zielgruppe Joost. Es gibt eine ganz, ganz gewisse Gruppe, die den dann jetzt ganz, ganz arg lieben. Ich denke, das wird seiner Karriere nicht so schaden. Und er wird auch halt überall auf Social Media als der wahre Gewinner gehandelt und Leute... Song vom Künstler trennen oder so, ja, aber ich finde, das kannst du halt an einem Punkt nicht mehr abziehen, wo du anfängst, in dem Kontext dann nochmal zu erwähnen, dass du den Song jetzt extra oft hörst. Also, klar, Song vom Künstler trennen ist eine Sache, aber... Das war ja jetzt bewusst in Kontext gesetzt hier. Schreiben, dass quasi der Schweizer eben den Titel gestealt hat und so. Und sind wir mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Hier ist das Herz? Ach, keine Ahnung. Und sind wir mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Keine Ahnung, wo das Herz ist, irgendwo hier. Die Geschichte ist super traurig. Egal, ob ihr jetzt pro Joost seid oder gegen Joost. Jeder wird diese Geschichte traurig finden, denn Joost hat das Lied Europapa für seine beiden Eltern geschrieben, die extrem früh gestorben sind und hat... Vielleicht verhältst du dich dann halt einfach anständig. Das wäre halt eine ziemlich einfache Option tatsächlich. Auch ein Outro extra an das Lied drangehangen und quasi widmet damit jedes Mal quasi seinen Eltern dieses Lied. Und das ist vollkommen süß, vollkommen traurig, vollkommen schön auch irgendwie. Aber jetzt einfach nur noch traurig, da er quasi disqualifiziert wurde. Und vor wenigen Tagen, kurz bevor das passiert ist, noch auf Instagram diesen Beitrag hier gepostet hat, in dem er quasi nochmal zeigt, seine Eltern und sich als kleines Kind, wo sie gerade noch gelebt haben. Und quasi gesagt hat, ich hoffe, ihr seht mich scheinen. Junge, wow. Da keine Gänsehaut und Mitgefühl bekommt, ich weiß nicht, das ist wirklich heftig. Und er hat sich auch seit dem Vorfall überhaupt nicht mehr dazu geäußert, nirgendwo irgendwas gepostet. Ich hoffe... Na, vielleicht löscht er sich einfach. Es geht ihm wenigstens halbwegs gut, muss man so sagen. Und der schwedischen Produktionsmitarbeiterin natürlich auch. Wer sich auch nicht so wirklich äußern wollte, sind seine guten Übrigens, das war jetzt alles nicht auf diesen Vorfall bezogen, von dem wir nicht wissen, ob er vorgefallen ist. Das war jetzt alles rein auf das
auf den Vorfall bezogen, den wir auf Kamera haben und der bewiesen ist. Also meine gesamte Kritik bezieht sich nicht auf diese Spekulationen oder auf diese Ermittlungen, die jetzt hier gerade noch laufen, sondern rein auf diesen Vorfall, der vor Kameras geschehen ist und von dem wir Videobeweis haben. Genau, so Leute, Forza ist fertig heruntergeladen. Ja, so geht's mir auch gerade. Reiter, also die anderen ESC-Teilnehmer. Did you miss Josh Klein on stage? Of course, amazing guy, but yeah. Ja, guck mal, Kunst vom Künstler trennen. Amazing guy. Macht er großartig. Wirklich. Did you miss Josh Klein on stage? We just love Marina and we love Greece and we love Nemo. And I just want to say, we are what the Eurovision is. The EBU is not what the Eurovision is. The EBU, I don't even care anymore. The thing that makes this is the contestants, the community behind it, the love and the power and the support. What do you think about the disqualification of Josh Klein? I have to go, I'm sorry. Ja, natürlich ist sie nicht dagegen. Wenn du einen anderen Kandidaten mit einer derartigen Verachtung und derartig respektlosem und unmöglichem Verhalten behandelst, brauchst du nicht erwarten, dass dieser Kandidat dann noch sich gegen deine Disqualifizierung einsetzt. Auch wenn der Grund falsch war. Jos Klein hätte deswegen disqualifiziert werden sollen. Also dieses Ding, ob er jetzt hier diese Produktionsmitarbeiterin bedroht hat und so weiter, ist ja eine laufende Ermittlung. Da sind wir noch bei einer Sache. Aber alleine dieses Verhalten, was wir auf Kamera haben, hätte für eine Disqualifizierung sorgen sollen. Und jetzt hier so ein TikTok-Video zu machen, wo du die israelische Kandidatin fragst, die er absolut respektvoll und verachtend behandelt hat, ob sie gegen die Disqualifizierung ist oder was sie darüber denkt. Ich verstehe den Punkt nicht. I don't know what happened. I wish him all the best. I broke the code and I broke the trophy. Maybe the trophy can be fixed. Maybe Eurovision needs a little bit of fixing too every now and then. Nur die irische Teilnehmerin Bambi Thug, oder wie man die ausspricht, findet sehr klare Worte, muss man sagen. So kleiner Nachtrag wie aktuell in jedem Video. Ich muss immer Nachträge machen, aber egal. Ich will natürlich immer alles euch mitteilen. Und deswegen habe ich gerade gesehen, dass die beiden Side-Acts von Jos Klein, sage ich jetzt einfach mal, sich auch zu Wort gemeldet haben. Wir schauen es uns einfach mal an. Ganz kurz, das ist dieser Kollege hier, dieser DJ und dieser Vogel. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, aber also einmal der Kollege und einmal hier dieser Vogel auf der linken Seite. Die haben sich auf TikTok zu Wort gemeldet. Wir fangen mal an mit dem DJ. As you all know, we have been disqualified from the Eurovision Finals. Das hört sich erstmal unfassbar fake an. Also ich habe, glaube ich, noch nie so... Ja, ich glaube auch... Also ich erwarte, ob er jetzt gleich anfängt, irgendwie zu lachen oder so. So Fake-Weinen gesehen, aber irgendwie ist es auch real. Versteht ihr, wie ich meine? Boah, also wirklich... Ist das jetzt hier irgendwie so ein Prank, um ABK einer auszuwischen? Für alle, die die Anspielung verstehen. What do we do now? It just feels so wrong. It is unfair. Das ist unfair. You, it is unfair. I can't. Also irgendwie, checkt ihr, es hat irgendwie einen sinnvollen Inhalt und es macht Sinn, was ihr sagt und ich nehme dem das auch ab, aber was, also wir weinen, so macht gar keinen Sinn irgendwie. My son, he was so proud of me. He was like, tja, dann verhältst du dich, also ja, ich kann es verstehen bei ihm tatsächlich, weil er sich nicht komplett respektlos verhalten hat. Aber das ist halt leider die Schuld von Jos Klein. Dann hätte er sich nicht anders, er hätte sich dann nicht so verhalten dürfen. Seeing the television every time when I come on the press and everything. Now I have to disappoint him. Is this what you want, EBU? I'm very sad. Nein, das war offenbar das, was Jos Klein wollte.
But one thing that will never change is I will forever be eternally grateful for playing the semifinals and having the greatest experience of my life as a humble musician. Boah, das klingt schon, der Arme, ich hab, das ist wirklich, das nimmt einen schon mit, muss ich sagen, mit seinem Sohn und so, ich weiß wirklich nicht, ob das alles... Also für ihn tut's mir tatsächlich leid, Jost Klein ist dran schuld, also es tut mir leid, dass du mit so einem Typen in einer Band bist halt. So ein Joke ist, aber ich glaub tatsächlich nicht, also auch wenn sich's fake anhört, ist es glaube ich real. Love you all, thank you so much. Hello. What the fuck? Ja, das war er. Und dann gab es tatsächlich noch einen Kandidaten. Und zwar ihn hier. This Europapa guy is getting way too big. What are we gonna do about it? Wait. Okay, er sagt also, Jost Klein wird viel zu groß. Was können wir jetzt dagegen tun? Also quasi aus der Sicht vom Eurovision Song Contest oder der EBU. What did he do? Basically nothing. Disqualified. Okay, was hat er gemacht? Naja. Also ich fand auch, dass es eher so gewirkt hat, als hätte er sich drüber lustig gemacht, jetzt der eine Kandidat da. Aber jetzt zum Beispiel mal hier. Was hat er falsch gemacht? Basically nothing. Er hat sich gegenüber einem anderen Kandidaten so maximal respektlos verhalten. Und das hat nichts damit zu tun, dass das jetzt Israel war. Das macht's zwar aus meiner Sicht nochmal schlimmer, aber wenn du ein anderes Land, einen anderen Kandidaten aufgrund seiner Herkunft so abwertend behandelst, dann ist das absolut auch nicht okay. Also, unabhängig auch. Gemacht? Eigentlich gar nichts. Disqualifiziert. Also das ist der andere, der mit ihm auf der Bühne steht. What about it? Oh, you mean all those innocent people? Nah, I'm cool with it. Y'all cool with it? They can stay, they can continue. Ja, nee, Israel sollten wir ausschließen. Die verteidigen ihr Land. Lass doch die Hamas kommen. Komm. Hamas kommt. Alle Juden auf der Welt, weg. Weg mit denen. Wer braucht die eigentlich? Und die anderen dürfen alle bleiben, weil sie ja so... Ja, witziges TikTok, auch gute Reaktion auf dieses TikTok. Entschuldigt sind. Also sehr sarkastisch, sehr, sehr witzig. Nimmt quasi die EBU und Eurovision Song Contest auf den Arm, was ich auch gut finde. Und hier auch nochmal ein Video. Was ich auch gut finde. Ich finde es auch so gut. So gut wie das Video bis jetzt ungefähr. Von ihm. Ja. ob das schon als tätlicher Angriff zu werten ist? Ja, also, was soll ich euch sagen? Ich meine, das ist verständlich, der Typ ist wahrscheinlich auch extrem enttäuscht, genauso wie der andere DJ. Ich meine, die haben sich unfassbar darauf gefreut, im Finale zu stehen als absolute Favoriten und jetzt da rausgeworfen zu werden, ist schon wirklich bodenlos. Ihr seht es nicht, aber hier der ganze Chat, die ganzen Kommentare, no Jost Klein, no Eurovision, wie süß er zu Jost hält, heute Tickets für Jost gekauft. Wie süß er zu Jost hält. Komm, wirklich, Jost, so ein Held. So ein Held. Tolle Israel-Kritik an der Stelle. Tolle Regierungskritik an Israel. Wirklich. Müssen wir mal wertschätzen. Kauft, das ist Team Zusammenhalt. Ganz ehrlich, beste und einzig richtige Reaktion. No Jost Klein ist no Eurovision und so weiter. Also, der ganze Chat ist für Jost und das Video. Ja, der ganze Chat, ungefähr 10 Kommentare, die halt hochgevotet wurden. Ja, glaube ich, über 3 Millionen Aufrufe oder so. Was eure Meinung? Bist du pro Israel? Nein, die sollen verrecken. Warum soll ich gegen Israel sein? Welchen Sinn ergibt das? Meinung? Schreibt es in die Kommentare, stimmt ihr den beiden zu und weiter geht's im normalen Video. Ich habe in meinem letzten Video ja dieses Palästina-Thema angesprochen. Auch jetzt wird wieder extrem viel vermutet, dass Jost quasi, weil er pro-Palästina ist, deswegen ausgeschlossen wurde und weil er gegen die israelische Teilnehmerin so ein bisschen geschossen hat. Ich bin Anti-Hamas. Ja, ich auch. Das ist der ganze Punkt. Nicht respektlos war und so. Aber ja, ich bin pro Israel. Natürlich bin ich pro Israel. So, deswegen vermuten da einige irgendwie, dass er deswegen ausgeschlossen wurde und das vermuten da irgendein Palästina-Hass oder so dahinter.
Ich denke, das sind Verschwörungstheorien. Ich kann mir nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen Palästina-Hass oder, ja, was ist Palästina? Zwischen Hass der Bevölkerung des Gazastreifens und dem Ausschließen von Menschen, die sich klar rassistisch oder zumindest rassistisch oder sogar antisemitisch verhalten. Hat Israel den Krieg angefangen oder warum ist jetzt jeder bei einem Krieg? Nein, Israel hat den Krieg nicht angefangen. Nicht im geringsten. Am 7. Oktober hat die Hamas die Grenzen zu Israel mit auf unterschiedlichsten Wegen überwunden und in Israel tausende Menschen auf einem Festival umgebracht, vergewaltigt, misshandelt, Kinder geköpft und so weiter. Alles ausgehend von der Hamas. Davor hat Israel den Gazastreifen mit Nahrung, Wasser und humanitären Hilfen immer versorgt gehabt. Ab dem 7. Oktober wurde das eingestellt, weil die Hamas die israelische Zivilbevölkerung angegriffen hat. Und seitdem versucht Israel den Gazastreifen von der Hamas zu befreien. Und diese Aktion, dieses militärische Vorgehen von Israel, werden jetzt einige Israel negativ auslegen, weil sie nicht verstehen, dass damit die Bevölkerung des Gazastreifens frei sein kann, dieser von der Hamas befreit werden muss. Vergleichbar mit Nazi-Deutschland zum Beispiel. Ich vorstelle, dass damit wirklich was zusammenhängt. Deswegen gehe ich da jetzt mal nicht weiter drauf ein, aber ich wollte es nur mal gesagt haben, dass es auf jeden Fall immer noch im Raum steht und dass viele da das sehr verbinden, sage ich jetzt mal einfach. Ich bin echt mal gespannt, ob Joost verurteilt oder... Ja, wer hat denn angefangen mit dieser Verbindung? Wer hat denn angefangen, sich komplett respektlos gegenüber der israelischen Teilnehmerin zu verhalten? Freigesprochen wird oder ob es überhaupt zu diesem Verfahren kommt, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Denkt ihr, er wird verurteilt oder freigesprochen? Wenn er freigesprochen wird, dann wird es aber extrem düster aussehen für die IBU. Und weil die IBU das weiß, kann ich mir nicht vorstellen, dass er freigesprochen wird. Versteht ihr, wie ich meine? Apropos Verschwörungstheorien, aber... Also dann ist wirklich die Kacke komplett am Dampfen, wenn der Typ da freigesprochen wird und quasi umsonst, wirklich umsonst rausgekickt wurde aus diesem Ding. Ich denke, das wird dann gar nicht so gut enden für die IBU. Ich finde halt, dass man Straftaten und Fehlverhalten immer direkt melden und aufklären sollte. Also gar keine Frage, geht unbedingt zur Polizei, falls sich irgendwas Schlimmes passiert oder so. Ganz, ganz wichtig und richtig. Und ich finde es auch gut und richtig, dass die Staatsanwaltschaft, sorry für die wackelnde Kamera, und die Polizei das Ganze verfolgen. Ja, ich finde das super wichtig, dass... Ja, aber ich würde auch sagen, der Ausschluss hätte nicht wegen dem Verhalten der Mitarbeiterin stattfinden sollen, sondern der Ausschluss hätte stattfinden sollen wegen dem Verhalten gegenüber der anderen Teilnehmerin, der Teilnehmerin von Israel. Das wäre der Ausschlussgrund aus meiner Sicht. Aber den Ausschluss finde ich richtig, nur den Grund falsch. Dementsprechend hält sich mein Mitleid in Grenzen. Sie auch gegen Joost Klein ermitteln. Gar keine Frage. Die Wahrheit muss auf jeden Fall ins Licht kommen. Und wenn Joost Klein sich wirklich fehlverhalten hat, dann geht das alles absolut in Ordnung. Ja, Joost Klein hat sich fehlverhalten, Salami. Also ich weiß halt nicht, ob wir in der gleichen Realität leben, aber die Frage, ob sich Joost Klein fehlverhalten hat, sich zu stellen, nachdem du selber den Videoausschnitt im letzten Video drin hast, ist schon relativ... Was ich aber nicht in Ordnung finde, ist, dass er disqualifiziert wird, bevor man überhaupt irgendwas weiß. Ich meine, wir wissen alles, wir haben es auf Video drauf. Also ich mag ja Salami eigentlich, aber holy, das Video war es ja echt nicht. Wie kannst du einen Menschen seinen Traum zerstören? Wie kannst du einen Menschen disqualifizieren? Wie kannst du ein ganzes Land... Ja, wie kannst du Menschen seinen Traum zerstören? Wenn dieser Mensch es nicht schafft, sich zu verhalten, ne? Wie man sich halt verhalten muss bei einem Wettkampf, wenn er es nicht schafft, alle Kandidaten unabhängig ihrer Nationalität respektvoll und menschenwürdig zu behandeln, dann darf er halt leider nicht teilnehmen. Das
disqualifizieren. Die Niederlande ist überhaupt gar nicht begeistert von dieser Entscheidung. Wie kannst du ein ganzes Land so disrespekten aufgrund einer Aussage einer Person, bei der nichts bewiesen ist, sondern nur nicht... Na, es ist ja alles bewiesen. Also aufgrund dieser Aussage würde ich tatsächlich zustimmen. Ich würde ihn nicht deswegen ausschließen. Nichts klar ist. Ich meine, du könntest das einfach weiterlaufen lassen und falls Jost Klein gewinnt, kannst du ihm danach den Titel aberkennen lassen. Du kannst sonst was machen, ja. Aber im Vorhinein auszuschließen, ohne ihm irgendwie eine Chance zu geben, finde ich wirklich ziemlich räudig, muss ich sagen. Meine persönliche Meinung. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, interessiert mich sehr. Mir war es sehr wichtig, dieses Follow-up-Video zu machen, damit auch Klarheit herrscht. Jost Klein hat diese Frau nicht tätlich angegriffen. Es war eine Bedrohungsbewegung, was auch absolut nicht in Ordnung geht. Ganz klare Message, das ist nicht in Ordnung, andere Menschen. Das mit dem Handgreiflich ist nicht bewiesen. Nein, nein. Weil das ist ja nicht der Punkt. Also alleine dieses respektlose Verhalten gegenüber einem anderen Teilnehmer ist schon Ausschlussgrund aus meiner Sicht genug. Das andere käme natürlich nochmal on top, aber wenn das eine aus meiner Sicht natürlich schon reicht, dann ist das andere nicht mehr relevant aus meiner Sicht. Menschen zu bedrohen mit Handgesten, mit Worten, sonst was, aber anscheinend war diese Fotografin auch nicht die friedlichste Person auf diesem Planeten, in dem Sinne. Ja, das rechtfertigt aber auch keinen Angriff. Also wenn er wirklich mit Gewalt eine Androhung, finde ich auch nicht cool, gerade eine Person, die körperlich unterlegen ist gegenüber. Aber an sich ist ein Angriff natürlich auch keine legitime Antwort auf ein Bedrängen. Also du darfst halt mit unangemessenem Verhalten auf unangemessenes Verhalten nicht mit unangemessenerem oder genauso unangemessenem Verhalten antworten. Danke fürs Dabeisein, lasst ein Abo und ein Like, da würde mich unter freuen. Schaut auf Twitch, Instagram, Reaction-Kanal, Twitter, Discord, überall vorbei, ist alles verlinkt, würde mich ultra freuen. Danke für alles und ich freue mich schon auf den 69. ESC nächstes Jahr. Mal gucken, wie viele dann disqualifiziert werden. Haut rein. Ja, nee, sorry, das Video war es nicht. Also, ich mag Salami ja eigentlich echt, vielleicht schreibe ich mit ihm dann nochmal drüber, aber nee. Das Video war es gar nicht. Und zwar so gar nicht. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, wenn ihr es gerade bei mir seht. Ich hoffe, meine Reaction hat euch gefallen. Ihr könnt anderer Meinung sein. Ich sehe hier eine ziemlich klare Meinung eigentlich. Aber schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Nur bitte kommt nicht auf die Idee, das Ausbuhen einer Kandidatin aufgrund ihrer Nation als Regierungskritik zu framen. Das funktioniert nämlich nicht. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auch bei Twitch vorbei.